Das sind hier schon meine Autos. Wollen Sie mitkommen zu Ihrem Bruder? Ja, sehr gerne. Ist denn alles in Ordnung? Ja, so kann ich Ihnen jetzt gleich mit Ihrem Bruder zusammen sagen. Ja. Da ist er. Oh, Günther, mein Junge. Ja. Wenn Sie auf das Bett gehen und dann kann ich Ihnen einen Augenblick. Und das. Dann sitzen Sie auf der Kante, genau. Genau. So. Also, was Ihren Bruder angeht. Eine leichte Gehirnerschütterung habe ich auf den Bildern gesehen. Und ja, dass die Metallplatte rechts leicht verschoben ist. Oh. Das bedeutet, es ist jetzt aber aktuell nicht. Ups. Entschuldigung, ich bin nicht immer aufs Bett. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ist. dass die Metallplatte leicht verschoben ist. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt lebensbedrohlich ist. Dennoch werde ich die Bilder an unseren Neurochirurg weitergeben. Werde auch jetzt die Akte eben, also werde die Personalien aufnehmen, die Nummer aufnehmen. Und sobald Herr Dr. Lobe da ist, wird er sich nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen. Und er wird alles Weitere entscheiden, ob noch eine OP notwendig ist oder ob man das jetzt erstmal mit regelmäßigen Kontrollen so belassen kann. Natürlich werde ich auch Schmerzmedikationen mitgeben, damit auch die Kopfschmerzen zurückgehen. Sollte die Gehirnerschütterung schlimmer werden, also sprich Schwindel auftreten, Übelkeit, Erbrechen, das volle Programm, Persönlichkeitsstörung, dann bitte nochmal hier hinkommen. Dann schauen wir uns das an und dann nehmen wir ihn hier zur Beobachtung. Ja, hast du das gehört, Günther? Ja. Aber auch wenn kleinste Anzeichen sind, ne? Sofort Bescheid sagen. Sag mir Bescheid, zur Not rufe ich an hier. Oder genau, du rufst an. Ja, das will ich auf jeden Fall doch. Ich wollte noch ein paar Jahre länger, nicht? Ja. Ja, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum das jetzt nicht so sein sollte. Dennoch muss man das halt in Beobachtung halten. Ja. Ich sage immer, sicher ist sicher. Ja, auf jeden Fall, ne? Er ist zwar schon 70, mein Günther, aber soll ja auch nicht jetzt gleich vorbei sein, ne? Nee, also 74 möchte ich noch knacken, nicht? Ja, dann kannst du sagen, du warst so alt wie ich. Genau. Aber ich werde immer 4 Jahre älter sein. Das ist doch gut. Ein Augenblick. Ich werde eben kurz jetzt die Akte. Das Programm ist mal wieder viel zu langsam. Wir sollten ein neues Programm haben. Das ist der neumodische Kram. Damit habe ich nichts am Hut. Ich mag noch die Zeiten, wo die Akten richtig schön, wo ich die mit Stift und Papier schreiben musste. Ja. Das ist immer ganz super. Dann einmal kurz eben Personalausweis bitte. Dann kann ich schon mal einen Namen aufnehmen. Jawohl. So, vielen lieben Dank. Günther Grafenstein, auch ein sehr schöner Name. Ja. Wissen Sie Ihre eigentlich Blutgruppe? Achso. Ich glaube nicht. Okay. Ist nicht schlimm, können wir dann den Bluttest, falls es so eine OP kommen wird, wenn wir eh das Blut abnehmen, dann sehen wir die Blutgruppe. Okay, gut. Gegebenenfalls für eine Bluttransfusion. So. Allergien, Sie sagten ja Penicillin, richtig? Genau, ja. Die einzige, die ich soweit kenne. So, Vorerkrankungen. Deswegen haben Sie die, Übrigens, ich würde an Ihrer Stelle mal zur Stadtverwaltung gehen. In Ihrem Personalausweis steht, dass Sie weiblich sind.
Ja, das hatte ich nämlich auch schon mal angesprochen. Ja, da melden die Okay. sich nochmal zurück. Okay, gut. Ich wollte es nur nochmal angemerkt haben. Ja, aber So, so die also. Behörde hat bei mir ja auch beim Grafenstein das N vergessen. Ja, Auch genauso. nicht schön. Aber der will ich nicht. Ja. Also bei mir war es tatsächlich mal, dass ich auf einmal einen komplett anderen Personalausweis hatte. Und ja, das war ein auch sehr anderes Bild. Aber da hat die Ja. Stadtverwaltung sich eigenständig bei mir gemeldet, warum auch immer. Ich habe das gar nicht gemerkt. So, also Vorerkrankungen. Soweit ich weiß, eigentlich keine. Günther, hör auf zu Kein. lügen. Erzähl Ja, der man. Dame ruhig, warum du die Platten im Kopf hast. Nö, das war keine Erkrankung, das war ein Unfall, Mensch. Okay, also es waren wegen Unfällen, also keine Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Oh, so weiter. nee, so weit habe ich Okay. nicht. Gut. So. Ihre Telefonnummer. Damit wir sie erreichen können. Zu geil einfach, ey. Das ist die 555 483 Ja, 8, 3, ja. 17 17. und 89. 8, 9, gut. Sie wollen Hast wahrscheinlich Ihren Bruder als doch Bock? Notfallkontakt, nehme ich mal ganz stark an. Ja, das macht kein anderer. 26 hört. In Behandlung und im Behandlungsraum. Notaufnahme. Wollten Sie meine Nummer jetzt auch haben? Ja, einen Augenblick. Okay. Mein Kollege funkt gerade durch. Was mag ich gleich? Na, doch Bock? So, Ja, dann, mache ich Junge. jetzt gleich. Kauft So. dir einen PC und dann GTA und dann gib Feuer. Also. Jetzt brauche ich noch Ihre Nummer, genau. Genau, die Vorwahl wissen Sie ja. Ja, die weiß ich. Denn 730. 66, 96. Na, Sie sind viel zu schnell für mich jetzt. Also, das war die 730. Genau, 66, 66. 96. 96. Ihr Name war Rollo Grafenstein. Rollo Grafenstein, ja. Genau. So wie man es ausspricht. Ja, Rollo mit Doppel-L. Gut, dann bin ich richtig. Ja, Perfekt. ja. Das ist ein Wikingername, den hat meine Mutti mir gegeben. Oh, Unsere Wikinger Mutti. finde ich immer sehr schön. Ja. Wir kommen ja auch Ihre. aus dem hohen Norden. Oh. Das ist auch gut. So, dann einmal Ihre Körpergröße. Wie groß sind Sie? 1,87. 1,87. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das letzte Mal habe ich geguckt, da war das 70 oder 72. Okay. Ja, die Werde ich Klamotten jetzt. machen ihn dicker, als er eigentlich ist. Halt'n Sabbel da. Dann werde ich eben gucken. Also. Ist immer so schön. So. Also, Finde ich auch immer sonstiges. lustig, ne? Wir haben ja die Platten Ich im. setz Olli immer Im irgendwie Kopf. in Das irgendwelchen waren einmal Situationen. die Ey, hinten Boskorpion, moin. rechts war, an der Seite, richtig? Ja, genau. Das mit den Platten, das ist meine Schuld, weil ich immer sage, er hat kein Rechte Kinn, Seite wo er sein Charakter am erstellt hat, hat er so Kopf. ein Und Plattenkinn das gemacht. war einmal noch links Und vorne, deswegen sage ich richtig? immer, er hat einen Unfall gehabt, deswegen hat er Platten Ja, und so. links vorne am Kinn unten. Von dem Unfall noch. Da sieht man das überhaupt so ein bisschen. Da sieht ihr sein Kinn da unten? Seine Mongonase? Da, Knollnase, aber kein Kinn. Sieht man, ne? Und deswegen habe Gut. ich gesagt, Sonst er hat einen irgendwas, was ich Unfall wissen gehabt. müsste? Nichts, das mir jetzt einfällt.
Das müsste eigentlich alles sein bisher. Ja, und seine Laktoseintoleranz, ne? Aber oh, das ist ja... Meine Güte, nur hallo, Mann, Isabel. Ja, ja, aber du... das ist tatsächlich wichtig, weil es gibt Narkosemittel, sollte es mal zu einer OP kommen. Schon wieder. Ja, gut. Die Laktose beinhalten. Ja, nicht, dass da auf einmal wieder so ein Flatterwurm rauskommt. Nee, richtig. Nee, okay. Laktoseintoleranz. Ja, Laktoseintoleranz, das ist zum Beispiel in Milch und so, also Laktose. Okay. Und wenn du das denn zu dir nimmst und so eine Laktoseintoleranz hast, dann hast du immer Durchfall und so. Weißt hat du, jetzt alles notiert, die Akte werde ich vervollständigen. Sobald Herr Robe da drüber geschaut hat... Jetzt wissen die, dass er sich ab und zu in die Hose scheißt. ...wird er sich dann mit ihnen in Verbindung setzen. Ich gebe Ihnen jetzt noch eben die Medikamente mit. Oh yeah. Danke für dein Follow. Marie-Sophie. So. Das sind einmal Paracetamol. Bitte nicht mehr als 3 am Tag nehmen. Und auch bitte nach dem Essen. Okay. Müsste ich jetzt trotzdem noch eine Rechnung ausstellen? Danke. Bring Seemann, Junge, mal dazu. So, ich helfe ihn mal runter, vorsichtig. Kann ja, einmal hier an meinem Arm festhalten. Bloß nicht runterfallen. So. Ne? Perfekt. Nicht, dass du nachher auch noch eine künstliche Hüfte kriegst, so wie ich. Nee. Nein, Sie bitte, ich muss eben was trinken, sonst kippe ich mich hier noch gleich um. Nee, das wollen wir nicht. Nee, genau. Gut, dann sollte irgendwas sein, können Sie anrufen. Und Bescheid geben. Passen Sie bitte auf sich auf. Das werde ich. Ja, dann lasse ich Sie mal hier raus. Ja, diesmal nicht wieder vom Wagen springen, mein Junge. Genau. Kommen Sie einmal mit. Geht das, Günther, mein Junge? Ja, das geht. Okay. Oh. Ja, genau. Gut, dann. Vielen lieben Dank, die Dame. Sehr gerne. Ja, ich habe mir... Vielen, vielen Dank. Ja. Und haben Sie einen wunderschönen Tag noch. Ja, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Tschüss. Auf Wiedersehen. Komm, Günther, mein Junge. Soll ich dich halten oder geht das? Nee, ich habe ja mein Stückchen noch. Das geht, danke. Ja, ich habe mein leider im Dings vergessen. Im Auto. Ich war so aufgeregt. Ja. Ich war so aufgeregt, du. Moment, ich muss mal...